Und Raumkampf mit Kuriosität. Das ist etwas, das wir gleich weinen können. Dann haben wir eventuell sogar noch einen Vorteil. Stress, okay. Nicht der Rakatosch hat noch nicht so viel Stress, deswegen ist das in Ordnung. Kein Crit, schade. Bei Vayne ist es schon wesentlich kritischer. Gezeichnet. Ach Gott, dann ziehen die auch noch öfter auf sie. Crit 14. Sehr schön. Autsch. Gut, das sind nochmal 10 Schaden insgesamt, die gemacht werden. 4 Schaden so, 6 Schaden durchs Bluten. Zack, weg. Ohne Crit. Ja, du blutest. Ist uns klar. Verdammt, die lebt ja immer noch. Die soll damit aufhören. Gut, er hat ja keinen Stress. Deswegen haut das hin. Ausgewichen, sehr schön. Zack, weg. Heilung 7. Naja. Schnitt. Nicht genug, aber unsere Schützen können sich immerhin auf die hintere Reihe konzentrieren. Und noch mehr Stress. Oh oh, auf einmal haben wir wieder Stress. Okay, 8. Jetzt war's. Jetzt sind 8 ausreichend gewesen gerade. Ja, okay, Stressreduktion. Bitte. Und bitte nicht verfehlen. Danke sehr. Schuss. Erledigt. Was haben wir da? Plus Chance auf Blutenfähigkeit und Widerstand gegen Bluten. Hätte er nicht schon was, dann wäre das eventuell was für ihn, nicht Erakadusch. Minus Ausweichen ist natürlich ungünstig. Ja, geschlossen. Und Tick entfernt, Auflösung. Yay, wüsste ich, was dieser Tick gemacht hat, dann wäre das wahrscheinlich wesentlich erfreulicher. Ja, da klaut sie schon wieder das Zeug von uns. Und was haben wir hier? Yay, Gold. 25. Toll. Und jetzt können wir das Lager aufschlagen. Festmahl. Wunderbar. Ja, Heilung bringt uns gerade nicht so viel. Wir brauchen auf jeden Fall etwas, das nächtliche Hinterhalte verhindert. Das wäre zum Beispiel so etwas. Plus Chance auf Überraschen. Unterwegs, ja. Ja, okay, dann bringt uns das auf jeden Fall. Hoppala, wo haben wir es denn? Wo ist es denn? Hier. Bringt uns auf jeden Fall mehr. Das eine bringt uns gar nichts, das andere bringt uns eben den Überraschungsvorteil, falls er auslöst. Stresslinderung für alle. Also bis auf sie. Sie kriegt keine Stresslinderung. Aber dafür haben wir ja noch andere Leute. Tessel zum Beispiel. Ja, und leider kann sie sich nicht selbst ermutigen. Hoppala. Ja, minus Stressschaden kann ich hier aber geben. Hat im Prinzip ja eine ähnliche Wirkung. Bloß, dass man sie nicht sofort sieht. So, hier könnten noch Gegner auf... Ach Gott. Toll. Ihr Diebe. Schwindel, sorgenvoll, Bandwurm. Achso, nee, die Krankheit hat dafür gesorgt, dass er was gegessen hat, oder was? Also, ich bin jetzt nicht sicher. Oh, Gegner. Überraschte Gegner. Siehst du wohl. Hat doch schon was gebracht. Crit bitte? Schade. Yay, Heilung.
Kritz. Verdammt. Okay, der dürfte erledigt sein. Nein, kein erledigt. Und jetzt kommen deren Angriffe. Au. Au. Ich muss bei den Heilern auf jeden Fall darauf achten, dass sie eben auch eine Angriffsfähigkeit für so einen Fall mal haben. Es gibt ja auch noch die, die sie selbst heilt. Die kann man im Notfall dann auch noch sehr gut benutzen. Autsch. Autsch. Mit nicht der Rakadosh benutzen wir jetzt auf jeden Fall gleich den Kugelhagel. Autsch. Streuschuss, okay. Meinetwegen auch so. Weil wir damit direkt jemanden erledigen können. Ausgewichen, sehr gut. Heilung für nicht der Rakadosh. Nicht ideal. Aber immerhin ist jemand weg. Zu wenig. Viel zu wenig. Autsch. Also viel zu wenig stimmt auch nicht. Zwei zu wenig eben. Autsch. Und Heilung für Vayne, bitte. Entschuldigung, für Tessie. Bam. Crit. Toll. Damit hätte ich den anderen erledigen können direkt. Wäre besser gewesen. Gut, du kannst dich nur selbst schützen und natürlich ein bisschen stresslos werden dabei. Ist ja auch schon mal was. Autsch. Da wird Zeit, dass Vayne sich selbst heilt. Die tauschen hier die ganze Zeit die Plätze hinten. Was soll denn das? Zack. Okay, ein bisschen Geld. Schön, nehmen wir. Alle wieder in Ordnung gebracht. Du isst mal ein bisschen was. Du isst auch was. Jetzt haben wir ein großes Problem, wenn das System nicht hinhaut und der Boss nicht im weit entferntesten Raum ist mal. Hoppala. Ausgewichen, sehr gut. Und... gut, da haben wir unsere verführerische Sirene. Okay, wir haben offenbar schon mal gegen die gekämpft. Die kann Blutung geben und Lied des Verlangens, was nach etwas klingt, das meine Leute dazu bringt, auf ihrer Seite zu kämpfen. Wir versuchen zuerst einmal den Debuff aufzugeben. Bringt schon mal nicht so viel. Widersetzt, sehr gut. Hat gar keinen hohen Abwehrwert, das ist schön. Weicht aber aus. Ja, der Ausweichwert ist gut. Stress ist auch nicht schön. Ja, Heilung für alle. Bringt zumindest in den hinteren Reihen ein klein bisschen was. Zack, 16 Schaden ist schon mal gut. Und widersetzt. Sowohl gegen das Bluten als auch gegen den Blutungs-Debuff. Verdammt nochmal, hör auf auszuweichen! Also, wenn man strategisch gegen die kämpfen will... ach Gottchen. Der hier kann stunnen, das ist gefährlich. Dann braucht man etwas, das Ausweichen reduziert, wie es aussieht. Zack. Sehr gut. Blutung und Blutungsresistenzreduzierung drin. Sehr gut. Solange die sich nicht auch noch was holen kann, das heilt, ist das ziemlich gut. Aua. Bisher gewesen. Yay, eine Darmkolik. Lied des Verlangens gegen die Heilerin. Wenn wir die verlieren, haben wir ein Problem. Was machen wir jetzt? Okay, den haben wir direkt erledigt. Das ist gut. Die Frage ist, wie lange dieses Lied des Verlangens anhält. Oh nein. Die benutzt tatsächlich ihre normalen Fähigkeiten und... oh oh. Ach, da muss ich... ich werde versuchen, ihr Schaden zuzufügen und hoffe, dass sie dadurch aufwacht. Im schlimmsten Fall töte ich sie damit. Au.
Hey! Die benutzt Fähigkeiten, die sie gar nicht benutzen kann. Ausgewichen, nicht gut. Stress, nicht gut. Aufwachen! Oh oh. Aufwachen! Danke! Danke, okay. Es hat geklappt. Und. Okay, das ist ein Problem. Au! Aua! Die machen auch dauernd Crits, wenn sie bei der sind. Oh nein! Schlag hierzu, wir wollen die loswerden. Wir hoffen, dass es klappt. Die Expedition ist überhaupt nicht dem Untergang geweiht. Okay, wir haben die Schwächung. Sehr gut. Minus Ausweichen ist gut. Die hat kein Ausweichen gerade. Autsch. Und der kommt nach oben. Das ist doof. Was? Wir haben er kann Gegenschlag machen? Okay. Das war mir nicht bekannt. Au. Oh, und was für ein Gegenschlag. Au. Und kraftvoll, sehr gut. Das könnte uns das Spiel noch retten. Okay, und sie kommen auch von alleine wieder zurück. Das ist auch gut. Widersetzt, sehr schön. Jetzt geht's bergauf. Und sie trifft auch immer die richtige gerade. Das ist auch schön. Und der Gegenschlag, den sie bei uns aktiviert haben, zieht immer noch. Oh, heilt sich selbst. Okay, noch zwei gute Angriffe. Heilung für alle, bitte. Können wir gebrauchen. Autsch. Oh oh. Ah, verdammt. Hätte wieder die richtige getroffen, aber ist leider ausgewichen. Nein, 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 nein. Sehr gut. Schön Crit. Na gut, kein schöner Crit, aber wir sind kurz davor. Oh, gut, wenn die Heilerin in die Hände kriegt, dann haben wir ein großes Problem. Oh Gott, okay, noch ein Angriff. Das Doofe ist, wir hatten jetzt, glaube ich, schon alle in dieser Runde. Aber ich verliere aber auch immer den Überblick, wer jetzt gerade in welcher, also in welcher Runde wir im Prinzip gerade sind. Ja, das wäre sowieso der falsche gewesen. Ja, sehr gut, sehr gut. Und Boss erledigt. Oh. Der Rest sollte ein Kinderspiel sein. Ja, schlag noch zu. Du hast verloren. Du gibst es noch nicht zu. Na los, lass mich was machen. Achso, er kann nichts machen. Ja, lauf nach vorne. Jetzt sind auch alle wieder auf der richtigen Position. Sehr schön. Zufälliger Schuss. Sehr zufällig, wen er trifft. Heilung für alle. Sehr gut. Also, Liburg ist auf jeden Fall unser MVP hier. Dadurch, dass er im richtigen Moment kraftvoll geworden ist, hat er auch... Aua. Hat er auch Tessel davon höchstwahrscheinlich abgehalten, selbst durchzudrehen. Dann die Heilung, die er sich selbst damit verpasst hat. Auch nochmal was Gutes. Und die ermutigenden Sprüche helfen ja auch immer noch ein bisschen. Generell habe ich auch das Gefühl, dass man, auch wenn die Sprüche nicht da sind, als Gruppe stressresistenter ist. Wenn einer die Prüfung bestanden hat. Hat er eigentlich irgendwas, das ihm... Aua.
Nö, hat nichts, das ihm dabei geholfen hätte. Das war ganz allein er, der den Tugendwurf geschafft hat. Für die Antiquarin plus erhaltene Heilung. Yay. Plus Widerstand gegen Schwäche und minus Ausweichen. Naja. Wir könnten noch Zeug machen. Aber meine Leute sind zu geschwächt. Ich will ins Dorf zurück. Eventuell war das tatsächlich auch ein Minusgeschäft jetzt, aber das ist ja auch relativ irrelevant, wenn man gegen Bosse kämpft. Minus Chance Tugend, sehr unschön. Minus erhaltene Heilung, sehr unschön. Plus Crit, plus Geschwindigkeit für den Aussätzigen. Nein, das ist nichts, das ich gerne haben möchte. Und da haben wir sie alle auf Stufe 5. So, eine Mitweile, minus Geschwindigkeit in erster Runde. Okay, ist in Ordnung. Nicht gut, aber auch nicht so schlecht. Bei einem Heiler wäre es zum Beispiel gut. Minus Crit bei Lebenspunkte unter 50%. Ersetzt Meereshöhlenhasser. Ja, okay. Lygophobie. Plus Stressschaden bei Licht unter 26%. Das ist tatsächlich auch ein in Ordnunger Tick, weil man das einfach aushebeln kann. Fällt gerade auf. Drei davon sind schon wieder ganz kurz davor aufzusteigen. Obwohl sie jetzt erst den Level abgemacht haben. Ersetzt Nekromanie. Das dürfte ein guter Tausch sein. Dickhäutig plus Abwehr ersetzt schnelle Reflexe. Schnelle Reflexe bringt einem mehr Geschwindigkeit. Deswegen ist die plus Abwehr besser. Weich minus Max LP. Nicht schön. Muss ich irgendwann wahrscheinlich wegmachen. Aber es ist eben auch nicht so schlimm. So. Torell ist momentan verschwunden, ist in Ordnung. Also, nicht wirklich in Ordnung, aber... Was soll's, kann ich eben nichts kriegen machen, ne? So, Bälle haben wir... Na, will ich eigentlich nicht haben, die sind nicht so gut. Gab's eigentlich noch irgendwas, das ich ausbauen muss? Ich habe wieder eine Weile nicht gespielt, man merkt's wahrscheinlich. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich in der letzten Folge... Nicht in der letzten Folge, das hier ist ja eine Doppelfolge. Ich habe zwischenzeitlich mal auf die Uhr geguckt. In der letzten Einzelfolge alles durchgeguckt habe. Aber mir war so, als wäre noch... Ah, das Bordell. Toll. Okay, wir geben noch die Urkunden. So. Zack. Und haben es immer noch nicht fertig. Ist ja auch nur der Vollständigkeit halber. Okay, dann. Ihr geht spielen. Oh, du nicht. Du gehst trinken. Nein. Warum mache ich da einen Doppelklick? Nicht Elrakadusch. Ja, okay. Oder? Nein, lassen wir noch. Aber Vayne muss auf jeden Fall mal. So. Okay. Haben wir sonst irgendetwas zu erledigen? Wir wollten uns ja um Ticks auch öfter mal kümmern. Chiney, gibt's bei dir denn irgendwas? Gutes Auge plus Nee. Minus Schaden, wenn Lebenspunkte niedrig sind. Glaubt er. Minus Chance auf Tugend. Das ist nicht gut. Achso, ja klar, das kann ich ja auch hier machen dann. Allerdings sollte ich das wirklich nur bei den ganz kritischen machen. Also lassen wir das hier noch. Also wir, neue Regel, wir machen das nur bei den Stufe 6ern. Dass wir die Ticks festsetzen und nur im ganz kritischen Fall machen wir das, die negativen Ticks weg. Wobei noch geklärt werden muss, was wirklich negativ ist. Minus 5 Tugend ist schon mal schlimm. Das Ganze sind hier... Oh Mann, Jolland ist wirklich auf alles vorbereitet, ne? Meereshöhen, Ruin, Labyrinth und Wald hat er jeweils einen positiven. Und vorbereitet. Plus Geschwindigkeit und Ausweichen in erster Runde. Normalerweise bin ich kein großer Fan von Geschwindigkeit. Von Zusatzgeschwindigkeit, aber er ist ein Waffenknecht. Waffenknechte können zum einen betäuben. Zum anderen den Gegenschlag auslösen. Und das sind beides Dinge, die man im ersten Zug durchaus gut gebrauchen kann. Rückzieher, Stress verändert sich nicht beim Zurückgehen. Plus Crit bei Lebenspunkten unter 50%. Das ist eigentlich nicht schlecht.
Plus Crit bei Nahkampfangriffen. Nee, das brauchen wir nicht. Aber die Macht der Verzweiflung nehmen wir mit rein. Malville. Heiler-Talent. Laura. Plus Schaden bei Licht unter 26%. 26. Aber Prozent haut, glaube ich, auch hin. Sind ja 100, ne? Und Ulladigen schlechter. Das ist auch nichts, das wir brauchen. Ich rede schon wieder so undeutlich. Wie gesagt, ich bin total müde. Tut mir leid. Plus Chance auf Erkunden in Meereshöhe, Menschen, lauere Kräfte. Achso, nein. Auch alles nichts sonderlich Gutes. Cornelius, unheilige vorbereitet. Achso, nein, er ist nur ein Aussätziger. Nur, ja, das sollte jetzt nicht ganz so abfällig klingen, wie es wahrscheinlich klang. Unverwüstlich plus Stresslinderung. Achso, Stresslinderung. Moment, das müsste aber auch im Abenteuer sein. Plus Widerstand gegen Gifthauch. An sich auch nicht schlecht. Aber wir gucken erstmal bei den anderen. Vitalis, Adlerauge, Fernkampf. Na toll. Plus Schaden entweit. Nein. Orlebar. Bestien. Ja. Plus Widerstand gegen Bewegen. Okay. Wir geben Perry tatsächlich das mit dem. Mit der Stresslinderung. Der zusätzlichen. Ja, dieses Gerät ist notwendig. Okay. Dann würde ich sagen, ist es Zeit, die Doppelfolge zu beenden. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare. Und... Moment mal, ich glaube, das war der letzte mittlere Boss, oder? In time, you will know the tragic extent Moment. Of my failings. Nee, okay, dann waren wir doch hier richtig. Memorien des Vorfahrens, Prolo, da. Der Pfad des Vorfahren. Das sieht alles aus, als würden da Dinge fehlen. Allerdings steht da auch nicht, ob für welche Stufen das jeweils ist. Epilog, schließe den letzten Abschnitt deiner Kampagne ab. Ja. Oh, Moment mal. Tag. Aha. Und. Okay, wir müssen die Seiten mitbringen. Dann haben wir sie hier. Das ist gut zu wissen. Dann sollte ich mir tatsächlich die Liste mal, wenn. Also offscreen dann natürlich. Übertragen, wovon uns noch welche Seiten fehlen, die nehmen wir dann mit. Obwohl, das dürfte, ich meine, wir haben da das Tagebuch von Darius, dem Wegelagerer, Seite 6 dauernd gefunden. Ich gehe fast davon aus, dass es nur kommt, wenn man es noch nicht mitgebracht hat. Also, die Seiten werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Irgendwann, wenn ich die vollständig habe, dann werde ich die komplett vorlesen. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, wir sind aber nicht wirklich der Frage näher gekommen, der Beantwortung der Frage näher gekommen, welche Bosse, also ob wir schon alle mittleren Bosse erledigt haben. Auf jeden Fall sehe ich jetzt hier nichts Mittleres mehr. Ich frage mich wirklich, wie man das jetzt machen soll mit dem Hochbringen der Leute. Hier, wir haben noch eine Stufe 3, eine Stufe 4. Aber vielleicht ändert sich ja das auch, was hier angezeigt wird, wenn man ja, mehr kleinere hat. Allerdings scheint sich da nicht nach nicht wirklich zu richten, denn selbst die Stufe 3erin kann nicht in Lehrlingsabenteuer reingehen. Merkwürdig. Okay. Jetzt muss ich aber auch wirklich mal die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.